Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gamecheck. Ich bin der Onkel und heute wird es mal wieder ein kleines bisschen anderer Gamecheck, denn ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen und ich bin auch gerade ein bisschen am Rumprobieren und Rumbasteln, wie ich am besten die Gamechecks von zumindest von Singleplayer-Spielen so ein bisschen handhaben kann, wie es mir am besten gefällt, und vielleicht könntet ihr ja auch mal Kommentare hinterlassen und sagen, wie es euch am besten gefällt, weil ich denke, mit diesen Anzocken und dabei reiten, finde ich bei diesen Multiplayer-Spielen, wenn man schön Koop spielt oder so, finde ich gut, aber bei solchen Einzelplayer-Spielen fände ich vielleicht ein richtig gestalteter Test vielleicht sogar besser. Und ja, werden wir mal sehen, vielleicht mal Comments oder so, wäre mal nett. Okay, also ich habe für euch The Last of Us getestet und ja, meine ganze Auswertung seht ihr jetzt. Zum Thema Grafik gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Ich finde, der einzigste Negativpunkt an der ganzen Sache ist, dass dieses Spiel wie viele andere Titel vorher auch für die PlayStation 3 an Kantenflimmern leidet. Das ist der einzigste Minuspunkt. Sonst, wenn man über das hinwegschaut, finde ich die Stadt, die zerstörte Stadt, sage ich wohl mal eher, sehr detailreich gelungen und ich finde es einfach genial, wie zerstörerisch und erfrischend doch gleich das alles gestaltet ist mit den zerbrochenen Häusern und nebenbei wachsen dort Bäume und alles gedeiht und doch alles kaputt. Und es ist so eine Mischmasch-Stimmung, bringt diese Grafik rüber. Ich finde sie sehr, sehr gelungen. Und an manchen Stellen ist auch viel Bewegung, wo gerade, da läuft man da vorbei, sieht man im Hintergrund ein paar Leute laufen und dort. Und gerade in der Anfangsphase, die ich jetzt natürlich keine Story verraten will, ist auch viel los und haben sie sehr gut gestaltet und sehr gut rübergebracht. Also Thema Grafik kann ich nur sagen, sieht genial aus und weiter geht's. Zum Thema Sound bzw. Musik. Ich finde es bei dem Spiel sehr gut gelungene Musik, die zur Atmosphäre sehr gut beiträgt. Die Musik untermalt richtig gut die ganze Story, die Levelabläufe, wo Spannung herrscht, ist spannende Musik, wo es ist einfach richtig gut gemacht und haben sie sich auch sehr gut reingesetzt. Und es gibt ja zu The Last of Us auch einen Soundtrack. Dieser enthält auch einige Lieder, leider habe ich diesen nicht, deswegen kann ich euch nichts daraus vorspielen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Soundtrack sehr gut gelungen ist, da es ja in diesem Spiel auch sehr gute Tracks so zu hören gibt. Und ja, die Synchronstimmen von diesen einzelnen Leuten finde ich sehr, sehr gut und gut rübergebracht. Man merkt die Gefühlsschwankungen manchmal in den Figuren, in den Stimmen, was ja manche Spiele nicht so rüberbringen, da hört man in einer Tonlage immer jemanden reden, auch wenn er traurig oder voll Spannung ist. Oder bei diesem Spiel ist das nicht so. Ich finde, sehr gut gelungen, trägt alles sehr gut zur Story bei. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass die ganzen Sounds sehr asynchron rüberkommen. Also an manchen Stellen kommt die Lippenbewegung, danach hört sie auf und danach kommt erst zum Beispiel der Ton, was er redet. Es gab sogar es gab sogar einige kleine Stellen, wo der Mund sich bewegt hat und danach überhaupt kein Ton kam. Also das ist ein bisschen misslungen, aber ansonsten im Großen und Ganzen finde ich den ganzen Sound, ganze Musik und alles sehr gut gelungen und trägt, wie gesagt, sehr schön zur Atmosphäre bei. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Tja,
Zum Thema Gameplay. Ja, Gameplay ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, den ich jetzt in zwei Kategorien unterteilt habe. Einmal in die Steuerung und einmal in das Spiel selbst. Ich fange mit dem Thema Steuerung an und ich finde, die Steuerung ist bei diesem Spiel sehr gut gelungen. Ich finde auch, die Zielhilfe ist sehr gut gelungen. Es ist nicht extrem, dass alles gleich anvisiert wird. Es ist so mittelmäßig. Ich finde es sehr, sehr gut gelungen. Ich finde auch die Bewegungsabläufe, wenn man eine Taste drückt, dann reagiert er auch sofort. Gerade wenn, ich hatte zum Beispiel viele Situationen gehabt, ich musste vor Leuten in einer Gruppe wegrennen, die hinter mir hergestürmt sind, und dann musste man sich dann irgendwann mal schnell umdrehen und einer den rüberknallen, und das hat sehr gut funktioniert, also es reagiert auch sehr gut. Zum Spiel selbst, ja, die KI ist mir aufgefallen, die ist mittelmäßig bis gut, also es gibt manche kleine Passagen, wo die Gegner richtig dämlich reagieren, aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder Passagen, wo die Leute, also die meisten Passagen, sagen wir mal so, sind dann wieder, wo die KI-Gegner sehr gut reagieren, wo sie sich verstecken und wegrennen und da dahinter vorballern, und es ist schon ganz gut gemacht. Gerade bei den Situationen, es gibt ja die Situationen, es gibt ja manche Passagen, sagen wir mal so, wo man sich entscheiden muss, bin ich jetzt Rambo oder bin ich jetzt Hitman, und da finde ich, egal wie man sich entscheidet, man hat auf jeden Fall Spannung dabei, weil Reaktion gefragt ist bei der Ballerei und beim Dings, weil die versuchen dich ja zu jagen, und auch die Schleichpassagen sind sehr gut, weil man ja gucken muss, wo die hinlaufen, wo überall die Leute sind. Also ist für jeden in der Art was dabei. Was mir leider sehr aufgestoßen hat, ist, dass das Spielablauf sehr, 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 sehr linear ist. Man kann zwar an manchen Teilen sagen, das Haus durchsuche ich nicht und bla bla bla. Aber im Grunde genommen ist es sehr linear. Es gibt einen Weg, den muss man folgen. Und da gibt es kein rechts, links. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, das ist ein bisschen Open-World-lastiger. Oder wenigstens ein bisschen freier. Was aber das Spiel jetzt nicht unbedingt viel schlechter macht. Was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Bewegungsabläufe. Wie jeder weiß, ist das ja von Naughty Dogs, den Machern der Uncharted-Reihe. Und wer Uncharted gespielt hat, der weiß, Drake bewegt sich menschlich, bewegt sich sehr gut. Also genial, und das haben sie dort sehr gut reingebracht. Also wenn man mit dem Hauptprotagonisten mal näher an der Wand läuft, dann stützt er sich dort ab. Wenn man sich hinter der Kiste versteckt, dann versucht er sich da so da hinten einzuklamüsern. Ich find's einfach genial, was ein bisschen den Realismus fördert in dem Spiel. Im Laufe des Spiels hat man dann auch die Möglichkeit, seine Fertigkeiten und Fähigkeiten aufzurüsten, aufzubessern. Da kriegt man dann irgendwelche Fertigkeitspunkte, da kann man die dann in verschiedene Sachen, Heilung, bla bla bla, kann man sich das dann halt aufwerten. Und man kann dort auch, kriegt man dann später Tische, wo man dann Waffen aufwerten kann. Also man kann dann seine Waffen, größere Magazine und so weiter dort mit einbauen. Was ich sehr gut finde, da das ja ein wenig Rollenspiel-Flair reinbringt und doch ein bisschen neben den ganzen Spannungen mal ein bisschen für Abwechslung und einfach mal ein bisschen Attribute aufwerten sorgt. Zum Thema Story. Ich bin ja ein Filmliebhaber, der sich gerne mal einen guten Film reinzieht, der aber auch gut geschauspielert ist und auch gut umgesetzt. Und ich muss sagen, The Last of Us ist filmreif. Denn ich finde diese Story, diese Mischung aus Spannung, Dramatik und sogar ein Schuss Humor ist mit enthalten, haben sie sehr gut rübergebracht, wird auch sehr gut erzählt. Wenn Panik ist, dann kriegt man selber irgendwie Panik. Wenn man irgendjemanden beschützen muss, dann hat man selber so einen Beschützerinstinkt und denkt immer wieder, was ist mit der Person, die da gerade ist? Und ich finde es einfach genial gemacht und hält einen auf jeden Fall beim Spiel, im Spiel. Und man möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich genial. Und es tauchen in der Geschichte so viele Fragen auf. Und man möchte einfach die Antworten darauf wissen. Und deswegen ist das ab da Riesen-Pluspunkt des ganzen Spiels, die Story. Die Atmosphäre in diesem Spiel finde ich sehr gut gelungen. Ich finde ja, dass dieses Szenario
erschreckend, was heißt erschreckend, also im positiven Sinn, erschreckend anders geworden ist, wie ich mir das eigentlich am Anfang gedacht habe. Ich dachte am Anfang, es ist so ein düsteres Szenario mit so mit Zombies oder mit irgendwelchen Infizierten, bla bla bla. Das ist auch im Grunde genommen so, aber es ist dieses, es ist irgendwie erfrischend. Es ist eine total kaputte Stadt, wo Bäume wachsen und Blumen sprießen, wenn ihr versteht, was ich meine, was ich damit versuche. Also ich finde die Atmosphäre sehr gut. Und wenn man, wie soll ich sagen, man betritt ein Haus und hat irgendwie so ein beklemmendes und erdrückendes Gefühl, man ist sofort in einer irgendwie Spannung drin, weil in Häusern ist eng und da sind meistens Feinde und wenn man dann endlich auf der Straße unten ist, dann kommt da so ein Aufatmen und die Gefahr ist irgendwie wie weggepustet und man guckt sich um und denkt, wow, also ich finde die Atmosphäre genial und doch irgendwie fühlt man sich auch unwohl in der Welt, weil ja alles kaputt ist und irgendwie alles irgendwie kaputt und finde ich wirklich sehr gut gemacht und auch die Bewegungsabläufe und alles, was so ist, das Gespräche, die Synchronstimmen, die Musik und die Untermalung trägt alles sehr, die Musik und die Untermalung, ich meine, die Musikuntermalung trägt alles sehr gut der Atmosphäre bei. Das Einzige, was mich immer mal wieder aus der Atmosphäre rausgebracht hat, aus der guten, ist die Asynchronität, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn man sich dann so in einer Zwischensequenz aufhält und auf einmal bewegt sich der Mund und denkt, hä? Warum sagt er nichts? Das kommt vor, oder ist mir zumindest aufgefallen. Und ich hoffe, dass das vielleicht sogar mit einem Patch oder so behoben wird. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich es. So, das sind dann so die Stellen, wo man so ein bisschen aus Atmosphäre rausgeschleudert wird. Aber ansonsten muss ich sagen, im Großen und Ganzen absolut gelungen und man muss es einfach mal sich selbst anschauen. Zum Thema Multiplayer. Leider kann ich zurzeit noch nicht viel über den Multiplayer sagen, da die Server erst vor kurzem angeschaltet wurden und da auch noch nicht so viel Getümmel drauf ist, weil ja das Spiel erst heute in die Läden kommt. Und wir werden, was ich euch aber versprechen kann, wir werden auf jeden Fall noch einen Gamecheck von The Last of Us Online machen. Das haben wir uns schon vorgenommen, denn das, was wir gesehen haben, wir haben es mal zu zweit probiert, reizt auf jeden Fall, das mal zu probieren. Es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen kann. Erstens, wer denkt, es ist ein ganz stinknormales Deathmatch, der liegt falsch. Und zweitens, Call of Duty-Rumballerei würde diesen Multiplayer leider nur versauen. Zu meiner Wertung. Ja, meine Wertung fällt sehr gut aus für das Spiel, denn wie ich finde, passt die Geschichte einfach. Die Geschichte hält einen im Spiel oder man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die Grafik finde ich sehr detailreich. Hier und da mal Kanten flimmern, darüber kann man hinwegsehen bei dieser genialen Grafik. Beim Thema Sound, wie schon gesagt, Synchronstimmen sehr gut, aber manches auch sehr asynchron. Die Musik ist sehr, sehr gut gemacht, die Atmosphäre, alles super, finde ich sehr gut, aber wo auch wieder diese Asynchronität ein bisschen einen hinauswirft aus der Atmosphäre. Gameplay, ich finde die Steuerung sehr, sehr gut. Und auch selbst das Spiel spielt sich gut, Attribute und sowas verbessern, passt auch sehr gut rein. Die ganze Spannung in dem Spiel ist sehr gut gehalten. Wie gesagt, Musik ist sehr gut. Der Multiplayer scheint auch eine Granate zu werden. Das werden wir aber, wie gesagt, noch antesten. Und von mir gibt's ein 2 plus Tendenz zur 1. Von mir also, liebe Leute, klare Kaufempfehlung. Gleich in die Läden rennen, dieses Spiel kaufen. Es macht Spaß und es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geniales Ding. So. Und das war's dann von mir. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Vielleicht mal ein paar Comments unten drunter, ob ich denn die Singleplayer-Spiele-Test so weiter so halten soll oder ob ich es wieder wie im alten Stil machen soll. Und ja, wäre schön, wenn ihr da mal was hinterlasst. Und wir sehen uns beim nächsten Gamecheck, beim nächsten Let's Play, beim nächsten was weiß ich, was noch alles so kommt. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss!